Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Mein Name ist Nico von Leikam Versicherungsmakler und heute beschäftigen wir uns mit der Anzeigepflicht in deinen Versicherungen. Stell dir folgende Situation vor: Du schließt eine Lebensversicherung ab, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Grundfähigkeitenversicherung oder eine Risikolebensversicherung und triffst auf den Punkt Anzeigepflicht. Was ist damit gemeint? Stell dir vor, du hast eine schwere Erkrankung. Natürlich möchte dein Versicherer natürlich wissen, auf welches Risiko er sich einlässt. Jetzt passiert was, du bist zum Beispiel berufsunfähig und in der Bearbeitung deines Falls trifft der Versicherer zum Beispiel auf eine Erkrankung, die schon 20 Jahre zurückliegt, du aber vor 15 Jahren beim Abschluss deiner Berufsunfähigkeitenversicherung aber genau diese Krankheit verschwiegen hast. Das große Problem, das jetzt damit einhergeht, dein Versicherer kann die Leistung komplett auflösen. Das heißt, du bekommst im Ernstfall keine Leistung. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du deine vorvertragliche Anzeigepflicht absolut erfüllst und dementsprechend auch ein weißes Blatt Papier dementsprechend mit deinen Krankheiten füllst bzw. offen darlegst, welche Vorerkrankungen vorherrschen. Natürlich musst du nichts angeben, wenn nichts vorherrscht, das ist klar. Aber sobald irgendwas gewesen sein sollte, muss das auf den Tisch und dementsprechend wird dann auch deine Versicherungsprämie berechnet, das heißt, was du im Endeffekt zu zahlen hast. Dementsprechend kommt dann auch eine Rente zustande, die dir dann zum Beispiel bei einer Berufsunfähigkeit ausgezahlt werden kann, weil du eben im Vorfeld einfach mit einer reinen Weste in diesen Versicherungsvertrag gestartet bist. Wichtige Fakten zu verschweigen, das hat natürlich schon dem einen oder anderen im Endeffekt dann das Genick gebrochen bzw. eine finanzielle unlösbare Situation auf den Plan gerufen und Versicherungen schließen wir schließlich ab, um im Ernstfall eine finanzielle Entschädigung zu bekommen. Deswegen unbedingt diese Anzeigepflicht erfüllen, damit im Ernstfall auch alles geregelt und dementsprechend positiv für dich ausgehen bzw. geregelt werden kann. Das war es kurz und knapp zur Anzeigepflicht in unseren Versicherungsverträgen. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin und ciao!